Verdammte Zombies, Freunde. Verdammte Zombies. Willkommen zurück zu Zombie Driver HD. Wir sichern hier gerade das Gebiet ab. Versuchen zumindest unser Bestes. Ist nicht ganz so einfach, weil es extrem viele Mistbiester sind. Kommen auch ständig wieder neue Menschen. Und jetzt können wir es aufbauen. Der nächste Teil des Parks wird mit Chemikalien eingenebelt. Hier wäre ein bisschen Munition ganz lieb. Kommt schon, Freunde. Bräuchte ein bisschen Munition gerade. Geht weg! Von eurer Sorte brauchen wir hier keinen mehr. Besten Dank! So, jetzt bräuchten wir Heilung und Munition. Beides kriegen wir nicht, weil uns keiner leiden kann. Hier haben wir schon mal Munition flattern. Geschafft. So, ich brauche schon wieder Munition und Heilung. Alles Dinge, die mir gar nicht passen. Ich würde es sehr begrüßen, wenn ihr mein sehr, sehr schönes Chemikaliensprühgerät in Frieden lassen könntet. Besten Dank, euer Lord Peter, werte Zombies. Oh ja. Geh mal weg. Und das war's. Mittels der Chemikalien lässt sich die Mutation für eine Weile verlangsamen. Fahr jetzt zu einem unserer Stützpunkte und hol eine chemische Bombe. Gut, das kann ich machen. Vorher hole ich mir nochmal hier die Munition ab und fahre dann nochmal ins Medikit hier rein. Und wir haben ja auch eine Bombe gleich hier ganz in der Nähe. Müssen wir nur mal fix durch den hübschen Park durch. Und wenn wir schon mal dabei sind, nehmen wir das Ding hier mit. Dann haben wir nämlich die sekundäre Aufgabe auch schon weg. Zack. Gut, das war definitiv kein Eingang.
Hätte ja aber auch einer sein können. So, gib her die Bombe. Jetzt mache ich hier mal eine Mordsstimmung. Bombenpower vom Lord. Entschuldigung. Das war gewollt. So. Ich nehme an, wir sollen in die goldene Mitte fahren. Oh, das sieht gut aus. Kein Unkraut der Welt kann so etwas überleben. Die Mission ist abgeschlossen. Du kannst jetzt zur Basis zurück. Dankeschön. Ein bisschen Heilung für zwischendurch. Wo muss ich denn lang? Ich fahr mal hier rum. Kleine Basis, wo bist denn du jetzt hin? Der Peter will nach Hause, der Peter, der will hin. Der Peter, der will einfach Sonnenbaden gehen. Wieso komme ich nicht durch? Hier hält mich etwas auf. Das finde ich nicht lustig, drum haue ich jetzt drauf. Gib mir mal die Knete. Ich will kein Gehäte. Scheiß verdammter Zaun. Der lässt mir keinen Raum. Dabei wäre es mein Traum, den Zaun zu frittieren. Während ich versuche, den Staat zu manipulieren. Das Gemisch daraus werde ich dann inhalieren. Vor Vergnügen beginne ich dann zu frieren. So. Wird Peters Epic Song, das wird ein Welthit. Und die Mission wurde erfolgreich beendet. Na, wer hätte denn an mir gezweifelt? Ich krieg doch alles hin. Gute Arbeit. Das sollte die mutierten Pflanzen an Weiterwachsen hindern. Die 29. Also, die von dir geretteten Forscher stellen die Angelegenheit klar. Die Ausbreitung der Krankheit ist nicht mehr aufzuhalten. Alle infizierten Menschen wurden zwar einer Quarantäne unterzogen, aber über die Tiere konnte sich die Krankheit weiter ausbreiten. Diese Stadt wurde von dem Unternehmen jahrelang als Forschungszentrum benutzt. Das Personal, das in den Laborstationen zurückblieb, verfügt über viele Informationen über die Krankheit. Diese Informationen könnten uns retten, wenn so eine Katastrophe nochmal passieren sollte. Du musst sie daher evakuieren, bevor es zu spät ist. Ich weiß, dass du die Situation verstehst. Fahre die Mission in nicht mehr als 10 Minuten aus. Oh, ne, das kann ich nicht versprechen, dass ich das hinkriege. Ich verspreche jetzt erstmal Kohle. Ich habe ja für gar nichts Geld. Oh shit, ich bin Depp. Jetzt habe ich ein Fahrzeug genommen, das ich gar nicht gebrauchen kann. Für diese Mission. Na, Arschkacken, da müssen wir nochmal. Da müssen wir nochmal ran, Freunde. Hey, ich will ein anderes. Meine Güte, dieses Spiel. Müsst ihr mir doch sagen, dass ich ein 8er Transportmittel brauche, Mensch. Gut, dann wollen wir mal. Und ab durch die Mitten. Einfach mal keine Munition mitnehmen. Ich bin ein Held. Ich bin gerade überfordert mit der Gesamtsituation. Geht mir aus dem Weg. Wo bin ich? Wo muss ich hin? Wie viele bin ich? Ich bin gerade total orientierungslos. Wie so ein Schnitzel. Sofern Schnitzel orientierungslos sein können. Ich weiß, wo ich bin. Und ich weiß, dass ich verkackt habe, weil ich absolut keine Munition habe. So. Ah, Kampfjet schon wieder. Da kriege ich doch Angst.
Nein, die hintere Tür wollte ich ganz lassen, damit die Zombies eben nicht reinkommen. Och Mensch, Peter. Kannst du nicht mal ein bisschen aufpassen? Jetzt kommt hier nämlich der ganze Plunder rein. Genau das wollte ich eigentlich vermeiden. So, gut. Hey, du siehst fast aus wie... Das muss am Licht liegen. Okay, nächste Station. Unter 10 Minuten. Ihr könnt mich mal mit euren 10 Minuten. Ich mache das in dem Zeitraum, den ich für richtig halte. Da lasse ich mich jetzt nicht von der optionalen Aufgabe hier beirren. Das sage ich euch. Komm raus! Wir haben bereits alle unsere Forschungsergebnisse ans Labor 67 auf dem Frachtschiff geschickt. Was? Das haben sie dir nicht gesagt? Egal, bring mich in die Basis, dann lassen sie dich gehen. Die haben die Sachen schon geschickt, warum soll ich die dann rausholen? Wahrscheinlich, weil die Stadt evakuiert wird jetzt komplett. Weil wenn die Evakuierung, wenn das Ganze so fortgeschritten ist, dass hier, dass die Stadt nicht mehr zu retten ist und so weiter, dann würde ich persönlich sagen, Bombe drauf und gut ist. Oh, Verzeihung, ich wollte eigentlich nur eine Abkürzung nehmen und bin dem Fettsack voll reingerasselt. Geh mal weg. War ja klar, dass die Spawner wieder so ungünstig stehen. Hab was getötet. Und wir leben... Oh ja, hier gibt's Knete. Sorry, Hund. Komm schon. Danke. Ich dachte schon, sie würden uns hier zurücklassen. Ich kann nicht fassen, dass sie die ganze Arbeit auf dich abgewälzt haben. Hm, du siehst ein bisschen seltsam aus. Sag mal, habe ich mich infiziert? Alle sagen mir, wie scheiße, hässlich, kacke, Mistbratzen, wubbelig ich bin. Ich finde das gar nicht nett. So. Und ab geht die wilde Post. Hallo. Keine Munition mehr. Na, wozu brauche ich die denn auch? Ohne Munition macht es viel mehr. Oh, noch ein Spawner, WTF. Ah, den fahre ich rein. Brenne, Bitch, brenne! Geh endlich hoch! Boah, ich habe fast das ganze Zeug jetzt gebraucht, um das Ding abzufackeln. Muss ich erstmal Munition suchen gehen. Hier gibt es noch ein bisschen was. Danke, dich wollte ich gar nicht. Dich wollte ich. Ah, fett! Haben wir gut gemacht. Mein Gott, das hätte nie geschehen dürfen. Das ist eine Katastrophe. Bring mich an einen sicheren Ort, damit ich alles der Presse erklären kann. Na, ob die das zulassen, dass du mit der Presse redest, ich weiß ja nicht. Also ich würde davon ausgehen, die Armee versucht, das alles zu vertuschen hier. Deshalb gibt es hier dauernd abstürzende Flugzeuge, Tote und so weiter. Leute, die ich erst retten soll, die dann plötzlich infiziert sind und doch getötet werden müssen. Nur solche Scherze. Ich traue der Armee hier kein Stück mehr. Aber ich tue meinen Job, dafür werde ich bezahlt. Aua!
Und zwar mit extrem geilen Karren. Und Einsatzziel die... Ah, shit! Wow! Die kein Schwein findet. Oh, shit. Guck mal, was ich hier entdeckt habe. Ratet mal, wer keine Munition mehr hat. Wie jetzt? Blödes Ding. War ich halt andersrum. Hallo, Fetti. Oh yeah. Muss das mit dem Fetten schon wieder sein hier? Kommt schon. Jetzt klappt's. Deine Leistungen sind ausgezeichnet. Schade, dass du nicht bei uns arbeitest. Ich habe hier meine Aufgabe beendet. Wir setzen die Evakuierung der restlichen Personals fort. Na, das ist gut. Damit haben wir alle eingeladen und können jetzt zur Basis rüber. Autschen. Lass mich mal hier durch, Kollege. Lass mich mal hier durch. Geh doch mal alle aus dem Weg. Habe ich nicht gerade gesagt, ich müsste mal schnell zur Basis, Mensch? Ihr haltet mich hier wieder auf vom Feinsten. Wir fahren der fetten Straße nach. Das ist, glaube ich, die beste Option, die wir gerade haben. Verzeihung, entschuldige. Sorry. Oh, entschuldige. Ich fahre die ganze Zeit den Fetten rein. Ich verdattel die Mission gleich. Scheiße. Sind aber auch viele von denen unterwegs. Meine Fresse. Ja, komm. Geschenkt, weißt du, geschenkt. Ich wollte nur ein bisschen Lebensenergie abgreifen und baue wieder nur Mist. Scheiße. Okay, immer schön der fetten Straße nach. Okay, Freunde, wir sind da. Nur noch einen Rückwärtsgang rein, schon ist Sense im Gebiet. Mission wurde erfolgreich beendet. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Wir können mit dem endgültigen Plan anfangen. Oioioioioi. Wir haben die Verbindung zum Hauptquartier verloren, aber ich bin persönlich befugt, Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie zu ergreifen. Ich habe beschlossen, die Stadt mit einer Atombombe zu vernichten. Ich bin nicht berechtigt, die Luftwaffe einzusetzen. Aha, sodass wir gezwungen sind, eine kleine atomare Sprengladung mitten im Stadtpark zu platzieren. Leider war unser letztes Experiment mit der chemischen Bombe ein Reinfall. Und jetzt wächst an dem Ort irgendwas Riesiges heran, ein neuer Typ Mutant. Größer als alles, was wir bisher gesehen haben. Du musst ihn zerstören, bevor wir die Bombe im Park bringen. Die Explosion löscht alles aus, was von ihm übrig bleiben sollte. Töten Sie den Mutanten im Park. Das klingt nach einer recht heftigen Aufgabe, schon wieder nach irgendeinem Bossziel. Deshalb würde ich sagen, machen wir lieber Schluss für heute und beim nächsten Mal schauen wir uns das genauer an. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!